Hallo, hallo. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird wieder gebacken und zwar gibt es Macaroons. Vielleicht werden die auch Macaroons ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also jedenfalls nehme ich die mal Macaroons. Und das sind diese kleinen, bunten, niedlichen Dinger, die bei mir jetzt nicht so bunt geworden sind. Da kommt eben Lebensmittelfarbe rein, damit sie so süß und klein und bunt werden. Aber irgendwie, auch wenn ich Lebensmittelfarbe nehme, die extra backfest ist und dann nach dem Backen eigentlich noch genauso aussehen sollte, ist die bei mir nie backfest. Deshalb hat sich die Farbe dann nach dem Backen leider ein bisschen verändert. Aber vielleicht habt ihr da ja ein paar Tipps, wie man oder was für Farbe dann auch nach dem Backen so hält oder ob es da vielleicht irgendwelche Tricks gibt, dass die Farbe auch wirklich backfest ist. Dann würde mich das freuen, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreibt. Und dann geht es jetzt los mit den Macaroons. Ihr benötigt 2 bis 3 Eiweiß, so dass ihr dann am Ende exakt 72 Gramm Eiweiß übrig habt. Dann 150 Gramm Puderzucker, 90 Gramm gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, 20 Gramm Zucker und verschiedene Lebensmittelfarben. Ich habe mich jetzt für rosa und blau entschieden. Als erstes kommen die gemahlenen Mandeln und der Puderzucker in eine Mühle oder halt in so ein komisches Mixding und dann wird das nochmal ordentlich alles durchgemahlen, damit das auch wirklich ein feines Puder ist. Dann kommt das Eiweiß, das Salz und das Zucker in einen Mixer und wird dann so lange gerührt, bis es wirklich eine feste Masse ist. Der Eiweißschnee wird dann in die exakt gleiche Menge geteilt, bei mir waren es glaube ich 44 Gramm oder so. Dann kommt die Lebensmittelfarbe dazu, eine Messerspitze oder halt auch ein bisschen mehr, je nachdem wie kräftig ihr die Farbe haben wollt. Das Ganze wird verrührt in Blau und dann in Rosa. Dann kommt eure Mehl-Puderzucker-Mischung rein und die wird in jeweils 3 Teilen untergerührt. Das heißt, ihr schüttet ein bisschen was rein, rührt das um, dann schüttet ihr nochmal was rein, dann rührt ihr nochmal um und dann beim dritten Mal macht ihr dann euer Mehl-Zucker-Mischung alle und rührt das dann komplett unter. Ebenfalls bei der rosa Mischung und auch bei der blauen Mischung. Als nächstes belegt ihr 2 Backbleche mit Backpapier und jetzt nehme ich eine Tüte, so eine Frosttüte und schneide da eine kleine Ecke ab. Das benutze ich als Spritzbeutel. Ihr könnt natürlich auch so einen richtigen Spritzbeutel verwenden, falls ihr das da habt. Ich wollte das halt jetzt damit machen, damit ich das dann einfach wegschmeißen kann. Da kommt jetzt euer Teig rein und wird in kleine Tupfen aufgespritzt, die ungefähr einen Durchmesser von 2 cm haben. Ihr seht, ich habe das so kreisförmig gemacht. Und dann wird das ungefähr 10 bis 15 Minuten luftgetrocknet, damit da eine kleine feste Schicht obendrauf entsteht. In der Zwischenzeit könnt ihr schon den Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und wenn das dann alles ordentlich rumstand und ihr genug Lufttrockenzeit hattet, dann kommt das auf die unterste Schiene. Ihr tut beide Backbleche einzeln backen, also hier sind jetzt die rosanen Teile. Nachdem ich die rausgenommen habe, kommen die blauen rein. Das Ganze für 12 Minuten. Und wenn die gebackenen Teile dann ungefähr 2 Minuten draußen waren, dann dreht ihr die um, dass auch die Unterseite ordentlich abkühlen kann. Für die Füllung benötigt ihr etwas Farbe. Dann 50 Gramm weiche Butter, 60 Gramm Mandeln, 175 Gramm Puderzucker und etwas Öl, das habe ich jetzt ganz vergessen. In eine Schüssel kommen die gemahlenen Mandeln, dann kommt der Puderzucker drüber gesiebt, dann kommt ein Esslöffel Öl rein und dann die Butter. Das Ganze wird ordentlich durchgemixt, bis es eine schöne matschige Masse ist. Dann kommt die Farbe rein. Und dann wird das Ganze nur noch zusammengefügt. In der Zwischenzeit sind ja eure Macarons bestimmt abgekühlt. Dann nehme ich eine Unterseite, da kommt etwas von der Buttermasse drauf. Und dann kommt die Oberseite, immer 2 unterschiedliche Farben. Und die drehe ich so ein bisschen drauf, damit die Masse dann ordentlich auf dem Macaron verteilt ist. Und das war's dann auch schon. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare vielleicht Tipps schreiben könntet, wie auch die Farbe dann nach dem Backen noch so schön bleiben würde, wie sie vor dem Backen war. Es würde mich auch freuen, falls ihr das Ganze nachmacht und es euch auch geschmeckt hat, wenn ihr mir davon vielleicht ein Foto auf Instagram schicken könntet. Da findet ihr den Link zu meinem Profil unten in der Infobox.
Und dann verlinke ich euch hier jetzt noch mein letztes Backvideo, wo es um Jägermeister Cupcakes geht. Also da ist bestimmt auch für einigen von euch was dabei. Und falls ihr es nicht so mit Backen habt, dann verlinke ich euch noch mein letztes Bastel-DIY-Zeichenvideo. Und zwar, wie man ein Triptychon selber machen kann. Das ist so ein Bild, was aus drei Bilderrahmen besteht und was ihr da halt so eine coole Idee, was man da drauf malen könnt. Falls ihr da genaueres wissen wollt, dann klickt doch gerne auf das Video. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr das Ganze nachmacht. Noch einen schönen Tag und wollt ihr mehr von mir sehen, drückt den Abo-Button. Ciao, ciao!